Hi, Andre hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Lenovo in der Medion-Ecke und wir haben hier das neue Medion Live P500.1. Ich meine, das wird 179 Euro in Deutschland kosten. Ist auf jeden Fall ein günstiges Smartphone. Und ja, schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen an. Wir haben hier ein 5 Zoll großes Display. Die Auflösung liegt leider nur bei 960x540 Pixel. Und hier drin steckt ein 1,3 GHz Quad-Core Prozessor. Das soll ein Snapdragon von Qualcomm sein. Allerdings konnten die mir hier am Stand nicht sagen, um welchen Chip es sich wirklich genau handelt. Mit dabei sind aber auf jeden Fall 1 GB Arbeitsspeicher und 4 GB interner Speicher. Ihr seht schon, die allerbeste Hardware ist es nicht. Und deshalb wird es auf jeden Fall auch kein Snapdragon 600, 800 sein. Vermutlich auch kein 400. Vielleicht kriegen wir jetzt noch irgendwie heraus, welcher Chip genau da drin steckt. Aber gut, schauen wir uns das Smartphone mal weiter an. Hier vorne haben wir eine 0,3 Megapixel Kamera. Wenn wir es rumdrehen, kommen wir zu einer 5 Megapixel Kamera. Und die Rückseite hier, die ist gar nicht mal so schlecht. Die fühlt sich relativ wertig an, obwohl es Plastik ist, aber so ein bisschen weiches Plastik. Also ich würde sogar sagen, das fühlt sich besser an als die Rückseite des Galaxy S4. Also die Verarbeitung vom Feeling her ist das gar nicht mal so schlecht hier. Wie gesagt, 5 Megapixel Kamera. Hinter dieser Abdeckung verbirgt sich noch ein Micro SD-Kartenslot. Den benötigt man bei 4 GB internen Speicher auch auf jeden Fall. Ob man den Akku entfernen kann, das weiß ich leider nicht. Wir dürfen das hier nicht entfernen, denn das ist so ein Sicherheitsding, damit es nicht geklaut wird. Aber gut, gehen wir mal weiter um das Gerät herum. Wir haben hier einen Power-Button, dann unten nur ein Mikrofon, hier eine Lautstärke-Wippe und dann oben ein Headset-Anschluss sowie den Micro-USB-Anschluss. Hier haben wir dann das 5 Zoll Display, ist ein IPS-Display, also die Blickwinkel sind relativ gut sogar. Die Helligkeit ist auch in Ordnung. Ich habe hier gerade ordentlich Licht drauf und man kann trotzdem alles gut erkennen. Es ist auch hell, es strahlt einem entgegen. Aber das Display, abgesehen von der Auflösung, ist das Display ganz gut. Hier drauf läuft jetzt leider kein KitKat, sondern Android 4.2.2 Jelly Bean. Aber das kann man bei dem Preis leider auch nicht erwarten. Hier ist jetzt diese nervige Musik von Lenovo im Hintergrund. Die nervt schon die ganze Zeit. Aber wir sind zum Glück auch fertig mit dem Hands-on-Video hier. Das ist das Medion Live P5001. Ich bin André für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.